Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Später Lizzie Wilson mit dem Wettervorhersager und David Kunz mit dem Tagesthema. Aber erst ein Bericht von Matt Hampton über Mizzou Sport. Hallo und willkommen in der Sportabteilung mit Matt. Wir sind beim Rothwell Gymnasium. Lasst uns anfangen. Die größte Neuigkeit der Woche, Mizzou Fußball, werden ein Bowl-Spiel. Das stimmt, Leute. Wir werden Texas am 27. Dezember in Texas spielen. Holen Sie sich jetzt Ihr Tickets. In anderen Nachrichten schlug die Frauenvolleyballteam Wichita Stadt. Sie spielen Nummer 1 Penn State nächste. Upset Alarm. Schließlich ist die Männerbasketballteam 6 und 2 mit einem kürzlichen Sieg über Central Florida. Das nächste Spiel ist der 8. Dezember. Michael Porter Jr., Nummer 1 High School Spieler, kam dieses Jahr nach Mizzou. Ja, wir haben eine Chance. Es wäre sicher scheiße, wenn verletzt würde. Und ist aus dem ersten Spiel. Alle Hoffnung ist verloren. Alles in Missouri hat MPJ zu einem Gott gemacht und jetzt ist Gott tot. Das ist für Sport. Jetzt zu Lizzie Wilson mit dem Wettervorhersage. Danke, Matt. Herzlich willkommen zum Wetter. Heute ist warm und windig und der Himmel ist grau. Heute wird es bewölkt sein und wird keine Sonne geben. Bringen Sie Ihren Regenschirm mit, weil es alles Tag regnet. Der Wind ist 24 Meilen pro Stunde. Das Hoch heute ist 67 Grad und der Niedrig ist 30 Grad. Es ist wieder Frühling. Morgen wird kalt sein. Trage einen Mantel, bitte. Burr! Mittwoch und Donnerstag wird sonnig sein, aber sehr kalt. Freitag ist wieder bewölkt und Samstag und Sonntag ist sonnig. Alles Woche wird Winterwetter. Mit dem Wettervorhersage bin ich Lizzie Wilson und hier ist David mit dem Tagesthema. Guten Abend und willkommen zum Tagesthema. Am Sonntag gab es ein Schießen während ein Einbruch in Nordosten Missouri. Der Bewohner Rückschläge bei dem Angreifer. Ich hatte viel Angst davor. Er bracht ihn und nimmt alle meine Scheiße. Ich habe ihn gehört und dann läufte ich die Treppe hinunter. Er hat mich gesehen, ich habe ihn gesehen und er schießt bei mir. Total verrückt. Ich dachte, er würde mich umbringen. Viele Kolumbianer haben auch Meinung zu diesem Problem. Sie will ihnen Waffen, da glauben sie Waffen ihnen schützen. Ich liebe meine Waffen, mehr als meine Tochter, Frau oder Sohn. Mit der Berichten der Straße bin ich David Kunz. Es ist spät und muss ich jetzt nach Hause gehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.